Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Also heute ist es wirklich, also auch wirklich der Wurm drin. Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch, gerade so gerettet. YouTube-Kacke, die Liebesbeziehung des Andreas Kalbitz. Ich habe Stefan dabei und ich bin sehr gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Digga, das Intro hat er aber auch mal ganz weit ausgegraben, oder? Ja, ich möchte mich dazu nicht äußern jetzt gerade. I don't know. Fühl ich. Die Schlacht um Charkow. Am 12. Mai begann in den frühen Morgenstunden die große Sowjetoffensive. Okay. Jetzt endlich das altbekannte Intro. So lobe ich mir das. Hier ist der erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Oh Mann, ey. Warum haben die Deutschen auch so viele dumme Artikel, ganz ehrlich? Das ist so dumm. Heute im Studio Thorsten Schuschen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe falsch ausgesprochen, Digga, vor allem, ich finde es auch gut, dass der Name wenigstens richtig eingeblendet wurde. Natürlich. Perfekt. Begrüße Sie zur Tagesschau. Das rechtsnationale Lager der AfD entschied heute, dem bisherigen Fraktionschef Kalbitz die Mitgliedschaft abzuerkennen. Hintergrund sind Kalbitz frühere Kontakte zu einem rechtsextremen Kalbitz. Vergangenes Jahr haben sie ihn noch... Ja, das sind aber auch wirklich auch immer die schwierigsten Kontakte tatsächlich, die rechtsextremen Kälber. Die sind das große Problem. Hast du da Erfahrung mit, oder? Nee, aber ich habe sehr viele Dokumentationen darüber gelesen. Okay. Landeschef Andreas Kalbitz holt bei der Wahl in Brandenburg 3%. Er gilt als mächtiger Stripper, führt mit Björn Höcke eine Beziehung an. Doch heute beschließt der Bundesvorstand, Kalbitz' Beziehung mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Wir halten das für juristisch höchst schittisch. Falsch. Stefan Harbart wird neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der Bundesrat wählte den 48-jährigen bisherigen Vizebart zum Nachfolger von Andreas Vossbart, der nach... Digga. Was? Ich sehe es doch schon wieder. Gleich ist jedes Wort Bart einfach. Nach 12 Jahren im Amt ausscheidet. Die frei werdende Richterstelle im zweiten Senat übernimmt die Frankfurter Rechtsprofessorin Harstrid Wallraben-Bart. Auch sie hat einen haarigen Bart. Arbeitsminister Heil hält an der Einführung der Grundrente fest. Die Grundrente komme beispielsweise Paketboten zugute. Ja, endlich setzt sich einer für die toten Paketboten ein. Ich sag's immer wieder. Ob er hier nochmal den Anfang seiner Scheißrede durchgeht? Bundesarbeitsminister Heil bittet das Hohe Haus um eine lyrische Einlassung. Ich zitiere, denn die einen sind im Lichte und man sieht die im Dunkeln und die anderen sieht man nicht und die im Dunkeln sind im Licht. Die Grundrente soll helfen. Stark. Digga, wirklich. Ein lyrisches Meisterwerk. Ich sehe schon, in 10 oder 20 Jahren wird das in den Geschichtsbüchern in Deutsch unterrichtet werden. In den Geschichtsbüchern in Deutsch, Alter. Ich kann es nicht mehr. Was ist denn heute los mit mir eigentlich schon wieder? Ihr wisst, was ich meine. Chillig. Helfen, ein Herzensanliegen der SS. Der Arbeitsminister will sie finanzieren. Die Union fragt sich, wo das Geld herkommen soll. Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, dass wir diese Leistung nicht aus den Beitragsmitteln der Rente ziehen. Digga, ich fühle das so sehr, wenn man die Hand trackt, Alter. Das ist richtig geil. Das schaut so gut aus. Nehmen, sondern aus der Steuer. Das ist auch richtig. Und wir wollen gewährleisten, dass diese Finanzierungssteuerung am Tag der Verabschiedung des Gesetzes auch endgültig feststeht. Digga, der war sauer. Der war richtig sauer. Der war richtig garstig, Alter. Die Corona-Krise trifft die Warenhauskette Zamperoni Karstadt Kaufhof. Oh Mann. Nein, nicht schon wieder Zamperoni, ey. Kaufhof offenbar hart. Wie mehrere Medien berichten, droht die Erschließung von Ingo Zamperoni. Zamperoni hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das bewahrt Zamperoni vor dem Zugriff der Erschließer. Die Bundesjedis wollen ihre Quarantäneregelungen lockern. Das Bundesjedi-Ministerium. Digga. Also das ist halt auch einfach das, was uns einfach gefehlt hat. Ein Jedi-Ministerium. Arbeitet derzeit an einer entsprechenden Verordnung. Demnach sollen Einreisende von Mustafa in 2-wöchige Isolation nun.
Wer nach Deutschland einreist oder zurückkehrt, muss in die zweiwöchige Quarantäne. Herr Nene, in Rheinland-Westfalen und Nordrhein-Pfalz ist die Regelung seit heute. Oh mein Gott, nein. Oh Mann, ey. Wieder mal meine zwei Lieblingsbundesländer tatsächlich. In Kraft. Um 22 Uhr hat Ingo Zamperoni die Wettervorhersage für Samstag, den 16. Mai. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ey, zum Glück hat er sich vor den Erschießern schützen können, ey. Was? Ich kann das nicht mehr. Was ist dies nun? Was ist dies nun? Wo hat man denn jetzt auf einmal diese Aufnahmen her? Digga, was? Was passiert hier? Junge, also ich kann das nicht mehr. Dieses Outro hat mich komplett gekillt. Also schaut auf jeden Fall bei Pommes Soße auf dem Kanal vorbei. Sehr, sehr geile Videos, muss ich wirklich sagen. Ich habe alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich immer sehr über einen Like und ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.